So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Spiel. Ja, Orks neues Spiel. 3, kein 2. Ja. Hallo. Mit Max Voice Magic 84 da. Richtig. Ja, wir spielen Orks Must Die 2, was das ist, zeigen wir gleich, aber ich denke, wir klicken jetzt einfach mal auf spielen. Der Horst klickt mal. Der Horst klickt mal spielen. Na, ich bin bereit. Ich glaube, jetzt gibt's hier so ein Intro, so eine Filmsequenz, aber ich bin mir noch nicht sicher. Ich glaube, das war so. Da müssen wir die Fresse halten. Oh, Leertaste. Du musst... Wow! Ach ja, Schatten. Laut! Ne? Bei mir nicht. Ich hab's extra leiser gemacht. Umzingt. Aller Macht beraubt. Ich hatte etwas Besseres verdient. Sie waren hinter mir her. Einst war ich ihre Königin. Jetzt würden sie meinen Untergang besiegeln. Doch plötzlich, wie aus dem Nichts, ein neuer Spalt. Er war anders. Zerbrechlich. Ich spürte Macht aufkommen. Nur ein winziges Rinnsal. Nicht mal genug, um auch nur die Gedanken eines einzelnen Orks zu beeinflussen. Dennoch, der Spalt bot eine Fluchtmöglichkeit. Sobald ich auf der anderen Seite ankam, sah ich... ihn. Ja, er stand direkt das bin vor ich. Mir, mit diesem dämlichen Grinsen auf dem Gesicht. Dazu gab es nur eins zu sagen. Renn! Aber nice. Weil die Püppi ist nämlich der Janosch. Die Püppi ist der Janosch und wow, meine Mausgeschwindigkeit ist ein bisschen hoch und professionell, nein! So wie wir sind. Nein! Ich hab mich schon wieder getötet. Bist du da? Ich hab jetzt schon Punkte verloren. Mann, Max, wir haben jetzt schon wieder Punkte verloren von dir. Das ist so schlimm mit dem. Wie mach ich denn meine, professionell wie immer, wie mach ich denn die, das ist die Blickempfindlichkeit? Ich schraub die einfach mal runter. Ich bin rückwärts wieder irgendwo reingefahren. Hey, ist es jedes Mal so. Bis hierhin. Orks Must Die 2, um das mal kurz zu erklären, ist so ein kleines, ich sag mal, Tower Defense Game in. Ach, da drüben ist er. In lustig. Ja, in 3D und mit Schießen und so. Zauberbuch öffnen müssen wir erstmal machen. Dann können wir uns hier Waffen und Fallen aussuchen. Da kommen nämlich ganz viele Monster und Orks, die sehen wir hier oben. Richtig. Jetzt in der ersten Runde kommt ein mittelschwerer Orkkrieger und ein schwerer Orkkrieger. Jetzt haben wir hier Waffen. Ich nehme mir einfach mal mein Zepter der Beherrschung. Damit kann ich die Gegner, so wie ich schön sage, bezirzen. Und dann können wir uns hier auch, ja. Alter, du quatschst so viel. Donnerbüchse. Ich nehme meine Donnerbüchse. Der Teer ist, glaube ich, verlangsamt Gegner. Sehr schön. Ja, und dann haben wir hier noch so ganz viele Fallen. Also da gibt es wirklich unendlich von. Ich sehe übrigens auch, was der Max da unten sich kauft. Da gibt es unendlich viele Fallen von jeder Art, von den absurdesten Sachen. Die können wir dann aufbauen an den Wänden und an der Decke. Und dann werden die Orks zerstückelt. Und ich werde mir auch noch mal den Pfeilspucker holen. Eigentlich habe ich meinen Stab. Und dann gibt es hier auch diese Lore, dieser kleine Wagen, der hier mal lang fährt. Und den können wir hier so lenken. Und der Max. Du bist mega hochgesprungen. Okay. Ja, ich würde sagen, wir drücken einfach mal G, Horde entfesseln. Nee, warte mal. Ich muss hier erstmal. Haben wir nicht so, hier wir mehr? Wir müssen ja Fallen aufbauen, ne? Ja, erstmal das. Die kommen hier bei dir, ne? Die kommen hier bei mir. Dann zeigen wir euch das mal. Und ich komm mal. Ich hab hier Nummer 2. Wie baut man die nochmal auf? Ah, genau so. Dann lauf ich hier hin und drück einmal, zack. Und wenn sie denn hier angelaufen kommen, dann kriegen wir erstmal so schöne Dornfalle ins Gesicht. Voll auf die Fresse. Ja, kann ich den hier gar nicht irgendwo hinbauen? So, warte mal. Bauen. Na komm! Läuft halt, ne? Wie am Schnürchen hier mit dem Bauen, genau. Nein, das war falsch rum. Ah, ja, scheiße, die das erste Level. Die musst du abnehmen. Ja, kack drauf. Ja, gut, dann, ja, ich habe meinen Teer vorne hingebaut. Und unten links haben wir Punkte, da bekommen wir, ich drück einfach mal auf G, für jeden Getöteten und irgendwie so bekommen wir Punkte und dann können wir wieder Fallen bauen. Achso, die kommen ja da jetzt, ne? Wow. Und die kommen jetzt hier angerannt, wir müssen die einfach weghauen. Also es ist ein sehr geniales Spiel für zwischendurch, sag ich mal. Yeah! Trefferserie! Ja, genau. Und der macht schon wieder die Trefferserie. Das Problem ist, der Max wird sich nachher wieder feiern, dass er mehr Kills macht als ich. Aber das liegt daran, dass ich hier das Vibe bin und halt die Gegner so ein bisschen bezirzen kann, dass sie gegen sich gegeneinander bekämpfen und so weiter halt, ne? Und der Max haut halt hier mit seinem riesen... Mit deiner Büchse haut er hier einfach die Gegner weg und macht halt mega Schaden und ich bin halt eher so, ne? Du bist eine Pussy. Maul. So. Der kriegt auch noch einen ab und da schießt auch schon dieses Dornwand. Das hab ich gar nicht. Woher hast du das? Na, du hast doch verschiedene Items. Also je nachdem, welchen Charakter du spielst, hast du ja nicht alles.
Da ist noch irgendwas. Guck mal, hängt Fans. Oh, der. Nächste Welle, 10 Minuten. Hing da fest, gleich erstmal hier Buggy im ersten Level. Hammer nice. Geleckt hat er. Willst du den? Oh, komm. Da kommen sie gleich rausgerannt. Ich hau hier erstmal mein Laserstrahl raus. Zack. Ah, der Teer ist gut. Combo! Stimmt, der Teer ist gut, ne? Boah, das sieht jetzt hier noch ein bisschen einfach aus, aber ist wie gesagt das erste Level. Wir spielen jetzt hier die Story durch. Genau. Und ich hau hier einfach mal ein bisschen rein. Das ist ein bisschen angenehmer, als hier die ganze Zeit gedrückt zu halten. Ja, und es wird echt noch mega schwer. Wir spielen es hier auf Mittel. Und wow. Irgendwann ist es denn echt schon. Ah, da wird es denn knapp. Da werden wir vielleicht mal das eine oder andere mal verlieren, aber wir bemühen uns, dass wir das gut hinbekommen. Ja, und da ich jetzt, weil Janosch sich am Anfang so aufgeregt hat, ich habe ja schon schön gefailt und bin da reingefallen. Und das gibt später Punktabzug, beziehungsweise wir haben den schon bekommen. Ja. Das heißt, wir bekommen weniger Schädel und können uns dafür weniger Sachen kaufen. Ja, wie ihr seht, sind wir schon ein bisschen firm mit dem Game. Ein bisschen firm mit dem Game. Das habe ich jetzt schön gesagt, ne? Komm! Jawohl, haben wir es geschafft. Haben wir deswegen. Nee, da hinten läuft einer durch! Nein! Max, lauf! Wir können auch sprinten, ne? Oh mein Gott. Hab ihn down. Heilige Scheiße. Ich hab einen Schädel! Was, du hast einen Schädel? Ich hab einen Schädel eingesammelt. Das ist so ein Abstauber, ne? Ja, ich hab ihn auch platt gemacht. Ich hab dir gesagt, dass der ist. Max, lauf! Leck mich! Oh, Schädel, jawohl! Was? Ich hab ihn nicht gesehen. Aber vielleicht, ach nee, das war so, dass wir drum kämpfen mussten, wer die bekommt, wa? Ja, keine Ahnung, du bist das Vibe, du kannst gerne die nächsten Schädel haben. Dankeschön. Bitte. Und so wie ich das sehe, sollten wir das ja auch gleich geschafft haben, oder? Ja. 3 von 4 steht da oben. Und wundert euch. Die werden dann auch definitiv länger und anspruchsvoller, wie gesagt, es wird noch richtig schwer. Wir haben das Ganze schon mal ein bisschen gespielt, damals, ein bisschen aus Spaß, nicht dass wir das schon mal abnehmen wollten oder so, ne? Nein, nie. Und wir haben schon wieder keine Fallen gesetzt jetzt in der Runde. Also jetzt geht das noch klar hier. Jetzt kriegen wir ja auch mit unseren Waffen so down. Aber später, wie gesagt, boah, da müssen wir alles zukleistern hier. Stimmt, das ist dann auch ziemlich taktisch wieder, ne? Ich sehe nämlich auch gerade, weil ihr habt ja, oder ihr seht ja, dass ich unten links Punkte habe. Ich hätte längst wieder Fallen bauen können. Ja, ich auch, meinte ich ja eben damit. Total vercheckt. Und nicht wundern, also wie gesagt, wir passen natürlich die jeweiligen Folgen, die wir machen, hier dem Level an. So, nee, das war jetzt die erste Stufe, gleich geht's weiter. Okay, dann würde ich sagen, wir hauen hier jetzt Fallen rein, okay, warte. Ich werde das hier machen. Dann mache ich hier weiter Teer. Nee, ich will die gerne andersrum, ach, eher drehen, so. Dann haut die nach da, müsste eigentlich so sein, ne? Komm, die haut hier auch nochmal rein und die haut hier. Nee, hier werde ich noch Dorn fallen oder diese Pfeilespucke anbringen. Die sind eigentlich auch ganz geil. Ich gleich da hier alles zu. Zack, boah, da hätte ich mehr machen. Kann ich die wieder verkaufen hier? Ich glaube ja. Ja, doch, kann ich. Weil die sind scheiße, die will ich gar nicht. Ich will die geilen Pfeilespucker da haben. Die sind aber nice. So, da ein. Und jetzt habe ich auch kein Geld mehr. Du machst so noch ein paar Teerfallen. Mehr geht nicht. Verlangsamt. Okay, dann würde ich sagen, go, go, go. Und es gibt hier noch ganz abgefahrenen Scheiß von den Waffen und so weiter. Also jetzt nicht nur hier diesen langweiligen Zauberstab, denn irgendwie noch irgendwas mit Vereisen und so, glaube ich, war es, oder ich weiß es nicht mehr genau. Ich hatte einen Stab, glaube ich, am Ende, wo ich die Dinger mit versteinern konnte. Ich konnte auch irgendwas Geiles machen mit denen. Mit Restik kann ich die halt so bezirzen, glaube ich. Ja, genau. Der ist jetzt hier verliebt in mich und der kämpft jetzt gegen seine Kollegen. Und da bleiben sie halt alle nebeneinander stehen, weil sie alle auf den gehen. Oh. Weil die mich auch alle haben wollen hier. Ist halt bei meiner Donnerbüchse ist es so, dass wenn ich an die rechte Maustaste klicke, ich meinen Mana... So, das ist so ein Beast-Mode halt, ne? Dann klatsche ich die halt eben alle weg. Ah, ja, klar. Und schlau ist es halt wirklich, dann die Großen zu bezirzen, die Starken, damit sie gegen die Kleinen kämpfen. Oh! Warten. Verpiss dich. Na, der eine auf der Ecke. Der geht mir gerade auf den Sack. Und ich hau hier auch schön mein... Combo! Ja, nice. Ja, Kombos konntest du mit deinem dann auch mal ganz gut machen. Bei mir ging das nicht so gut. Ja. Geil, das Herzchen über diesem Typen. Ja, so muss das, Alter. Trefferserie 5. Schon bezirzen hier nochmal. Und da kommen auch schon die schweren Ohrkrieger hier durch. Aber ich glaube, danach war es jetzt. Da oben steht 4 von 4 für die erste Runde. Ja. Ja, nice, da haben wir. Wird hier erstmal schön abgedanced. Da danced mein großer da Mann. Da. Und? Ja, guckt hier, 2 Schädel. Warum? Weil der Max runtergefallen ist. Fehlen uns 2 Schädel. Ich glaube, einer ist durchgelaufen, nur den haben wir nicht bemerkt. Vor allem, da waren wir ein bisschen zu konzentriert. Und die 2 Schädel habe ich eingesammelt, mein Freund.
Ja, bist ein Biest und links haben wir die Bodenfalle als Belohnung bekommen. Ne, die Stachelbodenfalle, wie auch immer. Und jetzt können wir hier im Zauberbuch Waffen, da kann ich das euch mal kurz zeigen. Genau hier, Teleportationsring, da kann man sich hin und her teleportieren. Hier gibt es irgendeinen Raketenwerfer, eine Armbrust, einen Klingenstab, Ring der Blitze, genau das war's. Ring der Blitze und so, da konnte man so Blitze zaubern und Vampirschuhe und Verwandlungsring und Windgürtel und Flammenarmschienen und Eisamulett und leck mich am Arsch. Ja. Weiter mit geilem Scheiß und hier auch und hier auch und hier auch und hier auch. Was kann man da denn machen? Oh, hier kann man sich Skins kaufen oder so. Genau, ich konnte mir so ein geiles Sommeroutfit machen, damit ich schön ein knappes Ding an hat. Aber 50 Schäden, ich glaube, da kaufe ich mir lieber ein paar Waffen. Okay. Komm, ich rede jetzt so viel, komm, mach du das mal zu Ende. Genau, da sich jetzt Janosch hier total verplappert hat, ne, Zauberbuch auch mal hier kurz gezeigt, würde ich sagen, die erste Folge haben wir hinter uns. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir machen einfach weiter mit dem, was hier noch so kommt. Ja, wir machen weiter und wir verabschieden uns und sagen bis zum nächsten Video, Leute. Bis dann. Ciao.